Ja, wunderschönen guten Tag, ihr Freunde des geliebten Hunting-Sports. Willkommen zurück in einer neuen Runde Zeitraffer. Ich wollte ja eigentlich gestern nochmal losziehen und losdüsen, allerdings hat sich das dann doch nicht so ergeben, aber jetzt ist ja hier der Stefan wieder mit dabei. Das heißt, er hat gestern noch, oder nee, vorhin eigentlich noch, mit Elru sein Level 36 gemacht. Das heißt, er hat ein bisschen aufgeholt von Level 29 auf 36 innerhalb von 2 Stunden. Ist schon fett, also passt schon. Und jetzt haben wir uns gedacht, naja, wir versuchen mal hier so ein paar Lizards zu hunten. Aber die Lizards waren ziemlich crowded. Und irgendwie gab es denn doch nicht so die XP oder Experience Points pro Stunde, die wir uns erhofft haben. Warum auch immer. Ja, wahrscheinlich weil es zu crowded war. Also wenn es hier leer gewesen wäre, hätte man, glaube ich, die Bude gerockt. Die Viecher an sich haben wir gut down gekriegt. Außer hier diesen blöden Mage da. Der war ziemlich wasty. Aber sonst ging es eigentlich pretty easy. Also war cool. Ja. Wir haben uns danach entschlossen, weil das hier alles irgendwie ein bisschen blöd war, dass wir wieder Crystal Spiders hunten gegangen sind. Und es war dann auch wesentlich ergiebiger. Ja. Wie man sieht, ich habe auch die Experience Skills-Dingens angelassen. Na, da war der Lizard Shogun, da mussten wir kurz flüchten. Wieso habe ich das eigentlich nicht eingeblendet? Also in Slow-Mo dann oder in normaler Geschwindigkeit. Naja, ist ja auch egal. Jedenfalls war das hier eigentlich ganz lustig und spannend. Wir haben sogar was gelootet, wie man sieht. Eine wunderschöne Saon-Armor. Und ja, er hat bloß noch sein Level da gemacht und dann sind wir wieder los und zurück gedüst, nicht wahr? Eieiei, ach man ey, wie lange es schon wieder her ist, dass ich hier aufgenommen habe, beziehungsweise so aktiv eine Folge gerendert habe von Tibia. Es ist schon eine Weile her, du. Groovy Musik, finde ich. Ja, hatte ich, glaube ich, letztens schon erwähnt, dass ich absoluter Jazz-Fan bin. Zumindest dann, wenn er so ein bisschen so mitswingt. Bisschen flottes, nicht so langweilig tröge. Ja, hier düse ich gerade nach Ankramun. Weil wir, wie gesagt, weg von den Lizards wollten und wieder Good Old Crystal Spiders hunten. Bin ehrlich gesagt nicht so der Crystal Spider Fan, aber na gut. Bisschen Manas in die Tasche gesteckt. Und ab dafür. Dann noch auf ihn gewartet, hier in der Raschia. Und schwupp, da ist er auch schon. Und dann ging's los. Crystals hunten. Ziel war es gewesen. Ja, erste Crystal Spider. Gleich mal ganz dezent eine Night Armor gelootet. Ziel war es ja gewesen, hier so mindestens auf Level 40 zu kommen, weil wir Level 40, ab Level 40, können wir ein paar schöne Quests wieder machen. Ich bin auch mal am überlegen, ob ich vielleicht gleich auch nochmal losziehe und einfach eine Quest mache. Ist so eine kleine Popel-Quest, sprich eine Crusader-Helmet-Quest, da gibt es so einen hübschen Helm dafür, für den man dann verkaufen kann. Ja, sind 5k, haben oder nicht haben. Und es ist ein bisschen Action, man kommt ein bisschen rum und die Quest ist schnell. Also ist jetzt nicht unbedingt eine Quest, wo man mit NPCs reden muss. Aber dann habe ich mal wieder eine Nicht-Zeitraffer-Aufnahme und die ist ja auch schon mal viel wert. Nicht wahr? Ach ja. Stille. Das Rauschen im Walde. Ich habe überlegt, ob ich eine Special-Aufnahme mache. So eine Special-Folge. So ab Folge 50 oder für Folge 50 dachte ich mir. Oder vielleicht ein Abonnenten-Special. Und das ziemlich aufwendig eigentlich herrichte. Das heißt, geplant war es von mir. Kann ich das schon verraten? Ja, verraten kann man es ja. Ich wollte Tibia vertonen. Das heißt, ich wollte mal gucken, also ich will jetzt hier nicht alles vertonen, also da würde ich mich ja
Halt, das ist die Musik laut. Ich muss unbedingt noch leiser stellen. Wenn ich jetzt hier alles vertonen würde, also wie jetzt das Crystal Spider sich bewegt oder sonst was für Geräusche macht, da wird ja, glaube ich, eine Macke kriegen, aber so ein bisschen so vertonen, so ein bisschen Atmosphäre reinkriegen. Irgendwie sowas, habe ich mir gedacht. Aber das gibt's erst ab vielleicht ein 100 Abonnenten-Special, oder die magische 3-Digit-Zahl. Die ist ja auch in Tibia hier so eine kleine Besonderheit. Level 100 ist immer noch was man erreichen kann. Alles andere danach ist ja dann noch, ach ja, schon wieder ein Level. Genau. Ach ja. War eigentlich gesagt eher eine unspektakuläre Hand hier. So viel gelootet haben wir jetzt auch wieder nicht. Hier ein Spider-Silk, den ich da bei mir in der Tasche habe. Okay. Dann ein paar Nightlegs und die Night Armor am Anfang. Und wie man hier auch sieht, also wenn man es jetzt in, das ist jetzt zehnfache Geschwindigkeit, und würde man es abspielen lassen in, ja, 30, 40-facher Geschwindigkeit oder so, da könnte man auch wunderbar sehen, dass man dann doch immer nur die ein oder ein, also die gleichen Wege läuft, sprich immer im Kreis, immer dahin, dann da lang, dann die holst du und die holst du, weil man dann mit der Zeit so die Spawn-Points von den Viechern so mitkriegt, und die Spawn-Points, die läuft man dann einfach nur ab. Ja, bis jetzt sind wir schon wieder da an der gleichen Stelle, wo wir vor einer halben Minute auch schon waren, jetzt hier einen Zeitraffer gesehen. Aber ja, so ist das halt in Tibia. Wenn man Hunting Ground hat, rennt man eigentlich nur im Kreis und hantet hier mit Arbeit und hofft auf gutes Loot. Was man ja bei den Crystals nicht unbedingt erwarten kann und muss. Außer vielleicht hier so ein Silk und ein Höschen, ein Nightlack. Das ist dann schon das höchste der Gefühle. Aber diese Crystals können immer noch ordentlich reinballern. Unglaublich reinballern sogar. Ich habe vorhin noch versucht, bei Mass Effect den Kampf hinzubekommen. Aber irgendwie, ich habe aufgenommen, ich habe überlegt, machst du eine Zeitraffer draus oder wie auch immer, weil das ist eigentlich ein permanentes Let's Fail. Ja. War schönes Lootpick. Knips. Ja, Spider Silk, das sind 20k und das Spider Silk nochmal 7 bis 10k, also 27k Loot. Kann sich schon sehen lassen, also wir haben auf jeden Fall nicht gewastet. 100 Mana, nee, 200 Mana, ich 200 Mana, jeweils 10k und dann die Spider Silk ist ein Profit gewesen. Na, jedenfalls, um nochmal auf Mass Effect zurückzukommen, es war ein herrliches Let's Fail. Und ich wollte aus dem 7 Anläufen, habe ich 7 oder 8 Anläufe gemacht? Nee, ich glaube, ich habe 8 Anläufe gemacht, die habe ich aufgenommen, wollte hier Zeitraffer draus machen, aber irgendwie zum Schluss ist mir dann da der Arsch geplatzt und ich habe abgebrochen. Keine Ahnung. Das Schlimme ist, dass ich dort auch nichts mehr ändern kann an der Situation. Sprich, das, was ich aktuell da habe, damit muss ich klarkommen. Damit muss ich diesen Typ wieder besiegen, aber ich komme da an ihn irgendwie nicht vorbei. Aber ich will und ich muss, und selbst Foren-Einträge konnten mir bisher keine Tipps geben, beziehungsweise nur Tipps geben, die wirklich in unterm Strich für den Arsch waren. Naja. Das macht ja nichts. Wir schaffen es trotzdem noch irgendwie. Ich habe ja noch, Gott sei Dank, Folge 50, nee, 51 ist jetzt vor 2 Stunden rausgegangen. Und ich bin ja bei Folge, ich glaube, 65 oder so. Boah, ey. Sorry, Leute, aber ich habe die Nacht 2 Stunden nur geschlafen. Ja, jedenfalls bei Folge 65 bin ich. Und ich habe also dementsprechend noch 2 Wochen Luft, um dort irgendwie mal was zustande zu kriegen. Also ich werde wahrscheinlich dann auch so drehen, dass ich einfach aufnehme und dann die
Szene oder den Versuch online stelle oder hochlade, der dann auch wirklich geklappt hat. Ja, weil permanenten failenden Stinker will ja dann doch keiner sehen. Es sei denn, ihr wollt mich sehen, dann sagt es Bescheid. Dann quäle ich euch da mit einer extra langen Folge von weiß ich nicht wie viel Stunden. Bestimmt 6 Stunden. 6 Stunden Let's Fail Mass Effect. Ja, geil, geil. Ach ja. Level 40. Benjamin Blümchen. Ja, Stefan hat übrigens noch 2 Level Unterschied zu mir. Wollten eigentlich noch hier sein Level 40 irgendwie hinbekommen, aber naja. Die Manas sagten dann was anderes. Die sagten, geht mal nach Hause. Ihr schafft das nicht mehr. Ich weiß jetzt gar nicht, mit welchem Level wir rausgegangen sind hier aus der Nummer. Gekillt. Lichteffekte sind übrigens im Dunkeln sehr krass. Hier haben wir so gerade ein bisschen rumexperimentiert. Und ich mit meiner Magic Light Wand da oben im Slot, die ist dann doch schon recht hell und grell vor allen Dingen. Und die Effekte mit dem Energy Strike, die sind dann doch recht nice. Wie man ja so hübsch sieht, ne? Aber Flamme ist ja dann doch ein bisschen besser und geiler. Ach ja. Hey, da fällt mir gerade was ein. Diese Quest, die ich machen will. Coole Idee. Nee, ist gerade was durch den Kopf geschossen. Muss ich mir unbedingt notieren, unbedingt aufschreiben, sonst vergesse ich das wieder. Ich habe ja ein großes Manko. Ich schluck nicht genug Ginkgo, damit meine Hirndurchblutung gefördert ist und ich vergesse alles. Geht's euch auch manchmal so? Sachen, die ihr vergesst oder Sachen, die ihr nicht aufschreibt, sind denn du vergessen? Angeblich soll das ja auch stressbedingt sein, aber naja. Sei mal so dahingestellt. Quatsch. Die Energy Wave, ich freue mich übrigens, wenn ich mal so Level 80, 90 bin, dass man damit endlich ein paar Hydras handeln kann. Wahrscheinlich immer noch mit einem Blocker. Aber gut, was soll's. Es wird wirklich Zeit, dass wir hier mal ein paar Level hochkriegen. Muss übrigens dazu sagen, das hier sind jetzt, wie lange haben wir gehuntet? 2 Stunden? 2 Stunden Aufnahme? Bearbeitet denn nochmal eine Stunde das Video hier, die 15 Minuten? Ist schon nicht ohne der Aufwand. Ich sag mal so, Tibia ist immer nochmal das Spiel, wo man so halbwegs ein paar Video-Effekte mit einbauen kann. Oder wo man sich nicht nur im Spiel oder im Kommentar, sondern auch in der Videobearbeitung so ein bisschen Kreativität erlauben kann und darf. Wenn ich jetzt an Herr der Ringe denke oder auch an Mass Effect, da hast du ja deine Storyline drin. Die kannst du ja nicht einfach so auseinanderzerren und klamüsern oder so wunderschöne Bild-in-Bild-Effekte hinzaubern. Macht ja dann keinen Sinn dort in dem Spiel. Naja. Hab schon überlegt, dass ich endlich mal... Was heißt endlich mal? Also... Geplant habe ich ja irgendwie auch mal so ein Horror-Let's Play zu machen. Vielleicht auch mit Facecam, weiß. Mal die Fresse in die Kamera halten. Und ein Spiel, was ich dafür anbieten würde, welches ich noch nicht gespielt habe, ist Outlast. Das ist irgendwie 2013 kommt das raus. Ich glaube jetzt hier im ersten Quartal, wenn nicht sogar im März, möchte ich behaupten. Weiß ich jetzt nicht genau. Und den Trailer, den ich da gesehen habe, hammergeil. Hammergeil. Freue mich richtig. Also das ist ein Teil, was ich definitiv anfassen werde. Hab mich gestern noch mit Call PN100 unterhalten und so indirekt so ein bisschen abgestimmt, was er denn so für Sachen macht und was ich für mal Sachen machen werde. Also Outlast ist
ein Spiel, worauf ich mich sehr freue und worauf ich mich noch mehr freue, ist eigentlich das SimCity Let's Play. Ne? Ach übrigens, was hier auch noch passiert ist, zam, 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 I run out of mana and ja, bam, wurde zurück teleportiert. Also ich wollte ja sowieso aufhören für diese Hunting-Session. Ach, so hilft's. Naja, nächste Runde also ohne Zeitraffer. Ich danke schon mal fürs Zuschauen und wir sehen uns dann hoffentlich gleich wieder, wenn es heißt Let's Questing. Tschö. Kacke. So eine Kacke. Ich bin gestorben. Mist.